Singe Seele Gott zum Preise. Das war die erste der neuen deutschen Arien von Händel, die ich kennengelernt habe. Damals hatte mich mein Musiklehrer gebeten, bei einem Schulkonzert den Violinpart zu übernehmen. Zu diesem Zweck hat er mir eine Langspielplatte ausgeliehen und beim Anhören würde ich jetzt rückblickend sagen, dass das für mich eine Art musikalisches Erweckungserlebnis gewesen ist, also sowohl musikalisch, weil die Stücke einfach ganz, ganz wunderbare einzelne Arien sind, die Form, der Dialog zwischen dem Soloinstrument und der Stimme und auch die Texte von Brockes, das hat mich sehr berührt, aber eben auch die sängerische Interpretation von Emma Kirkby. Brich, mein Herz, zerfließ in Tränen, Jesus, Gott, zerfließt im Blut, Jesus, Leib, Jesus, Leib, zerfließt im Blut, Brich, mein Herz, zerfließ in Tränen, Jetzt war gerade ein Stück Musik zu hören aus der Brockes-Passion. Wir haben die kammermusikalischen neuen deutschen Arien von Händel kombiniert mit Arien aus seiner Brockes-Passion und die Brücke sozusagen zwischen beiden sind die Texte, die Art der Textgestaltung und wie darauf die Musik von Händel gekommen ist. Und das lässt sich jetzt gleich hören in der nächsten Musik, die ihr aus dunklen Grüften.